Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Ich bin die Miri und oh, es ist wieder mal Sonntag. Es ist Zeit für die Königin der Soßen. Pfannkuchen lernen wir. Manchmal verliere ich mich in ausgefallenen, komplizierten Gerichten, aber es fühlt sich gut an, mal einen einfachen Pfannkuchen zu machen. Ich empfehle, eine Menge Butter und Ahornsirup darüber zu geben. Ja, wir haben gelernt, wie man Pfannkuchen macht, ohne dass sie uns gesagt hat, wie es tatsächlich geht. Morgen ist wieder Sturmzeit. Heute sind die Geister höchst unzufrieden. Gut, heute gehen wir sowieso nicht in die Minen, aber gut, was haben wir denn hier? Hey Kleiner, meine Kehle ist so trocken wie ein Wüstenknochen. Mich dürstet es nach etwas hellem Bier. Hast du eins? Reguläres Bier wird nicht reichen. Ich brauche helles Bier. Pam. Okay. Reguläres Bier wird nicht reichen. So, es gibt auf jeden Fall heute neue Sachen, nämlich Blaubeeren. Die sind endlich reif geworden. Und da kriegen wir mal gleich eine ganze Menge. Das ist gut, weil wir daraus tolle Marmelade machen können. Unsere Sternfrucht ist außerdem auch fertig. Sehr zu meiner Freude. Ah Gott, unser Inventar ist voll. Ja, wir hatten es ja auch noch gar nicht ganz geleert, ne? Also, den wollte ich hier loswerden. Das kommt hier hin, so wie auch diese Geode. Das kommt auch hier rein. Das Hartholz. Ach, die Grünalge, die kommt natürlich hier hinten rein. Logisch. Oh, da unten ist auch was fertig geworden. Kiefernteer. Das ist nicht schlecht. Damit können wir jetzt auch schon Sachen craften mit den Sachen, die wir jetzt bekommen haben. Moment, das ist eigentlich eher dieser Bereich. Dann mache ich auch mal das hier rein, das Eichenharz. So, was haben wir denn jetzt bekommen? Also die Blaubeeren, die behalten wir. Und das hier behalte ich auch. Die anderen werde ich mal verkaufen, außer die Sternfrucht natürlich. Die ist sehr wertvoll, weil wir die so früh sonst eigentlich nicht bekommen. Ja, und dann müssen wir wieder gießen. Also heute haben wir ja leider nicht davon profitieren, dass es regnet. Wo ist die Gießkanne? Hier. So, alles gegossen. Allerdings, oh Gott, die Energie ist ja total furchtbar. Wir müssen uns um die Hühner kümmern. So. Da ist eins und hier da auch noch nachlegen. So, das andere Huhn ist schon wieder abgedüst. Wo ist es denn hin? Katze? Wo ist unser Huhn? Scheiße. Wo ist das Huhn hin? Ach, da. Hunden. Hallo. So, der Katze muss ich auch noch was zu trinken geben. Ist mir gerade eingefallen. 15 Energie, ey. Einmal gegossen, schon alles weg. Ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich mit weniger Energie gestartet. Ich hatte nicht drauf geguckt. So, jetzt habe ich überlegt, was ich denn aussehe. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich werde noch ein bisschen Melonen kaufen. Ich muss ja jetzt eh gleich los, um was zu besorgen. Was mache ich denn? Ich werde, glaube ich, auch noch Gunther noch mal einen Besuch abstatten. Vielleicht habe ich auch noch Zeit, ein paar Geoden hier aufzubrechen. Ne, den wollte ich ja nicht. Nee, mehr hatte ich noch nicht. Ja. Achso, und ich wollte ja vielleicht auch mal ein Bienenhaus bauen. Muss ich mal kurz gucken. Holz, Kohle, Eisenbahn, Ahornsirup. Ahornsirup habe ich. Habe ich. Kohle, Holz. War das jetzt alles, was ich brauchte? Nee, ich brauchte Eisen, ne? Eisen brauchte ich einen. Ja, einmal ein Bienenhaus. Das stelle ich mal hierher. Kann ich nämlich dann hier Honig herstellen. So, das hätten wir also auch. Außerdem könnte ich auch noch mal was fürs Community Center mitnehmen. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Da gab es doch hier das Bündel. Hm.
Also erstmal kann ich das hier vervollständigen. Was habe ich jetzt mittlerweile alles? Was war das? Tomate? Melone? Ich glaube, ich habe das schon wieder vergessen, was ich hier jetzt eigentlich alles brauchte. Ich glaube, das hier, oder? Ja. Auch nicht so schlecht, mein Gedächtnis. Gut, das haben wir natürlich noch nicht. Hier sind wir auch noch nicht so weit. Hier haben wir auch noch nichts weiter. Ja, und da brauchen wir noch ein paar Melonen mehr. Dann haben wir im Handwerksraum Konstruktion. Das war mir jetzt hier. Ja, da bräuchte ich Stein zu. Das habe ich noch nicht. Aber Holz, die Holzsachen könnt ihr schon wegbringen. Ja, das ist klar, dass wir für den Winter das noch nicht haben. Und hier, gut, ich glaube, den gewöhnlichen Pilz hätte ich schon. Und beim Fisch, klar, den Flussfisch kann ich wegbringen. Das ginge sogar auch schon. Kann ich das jetzt wirklich schon machen? Ich brauche das Eisen halt eigentlich auch für was anderes. Also da bin ich jetzt mal noch ein bisschen knauserig. Aber das Holz bringe ich gerne weg. Ja, mehr Stein bräuchte ich. Vielleicht kann ich das noch organisieren. Ich müsste dazu allerdings was essen. Hatte ich nicht noch auch noch was anderes, was ich loswerden wollte? Muss ich noch mal kurz schauen. Man konnte doch beim Sammeln Exoten. Genau. Da könnte ich die anderen beiden hier noch loswerden. Dann hätte das Bündel wäre dann auch vollständig. Dann machen wir das doch. So, und essen werde ich den Überlebensburger vielleicht. Oder habe ich vielleicht irgendein Gemüse, das ich essen kann? Der Hopfen bringt immer relativ viel. Kann ich jetzt echt Hopfen essen? Nicht unbedingt, ehrlich gesagt. Nee. Nee. Will ich nicht. Nee, dann esse ich jetzt den Burger. Anscheinend bekommt man die ja auch gelegentlich. Oder ich esse ganz viel Schleim. Nein, ich esse jetzt den Burger. Ach, schon. Essen den Burger. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, dass ich es noch rechtzeitig schaffe. Ja, Pam ist durstig, genau. Und dann werde ich jetzt noch mal ganz schnell hier ein bisschen Stein entfernen. Oh, Mann. Gar nicht so einfach. Ganz schön eingebaut. Ob ich auf 99 komme, ist jetzt natürlich auch eine andere Frage. Da oben ist auch noch was. Oh, Hydragel. So. Ach, komm schon. Mach das hier weg. Habe ich ihn jetzt? Oh, 101, Leute. Ich habe genug. Ich habe es geschafft. Okay, jetzt schnell noch zu Pierre's. Er ist schon fast zu spät dafür. Und ich glaube, ich werde es auch nicht mehr schaffen, zum Schmied zu kommen. Dafür ist es jetzt echt ein bisschen spät geworden. Naja. Weil der hat nur bis 16 Uhr offen und es ist jetzt schon 15.30 Uhr, also das packe ich nicht mehr. Gamepad wieder. Eine invasive Krabbenart lebt in den örtlichen Minen und bedroht das einheimische Wildleben. Diese Kreaturen sind dafür bekannt, sich als Steine zu tarnen. Ich bezahle jemanden, um zwei davon zu erlegen, sagt Demetrius. Oh, das ist nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht. Nehmen wir mal an, den anderen Auftrag, das mit den Regenbogenforellen, habe ich ein bisschen vergessen. Aber es ist mir gerade eben noch eingefallen. So, also ich muss noch ein bisschen was aussehen. Ja, eins geht noch. So, und jetzt ist der große Moment. Wir werden unsere Bäume kaufen. Ein Granatapfel und ein Apfel. Damit haben wir nur noch 800. Ja. Das muss reichen. Ach, aus dem Weg. Ja, 16 Uhr. Wir können noch mal kurz zum Museum runter. Und das eine Ding da loswerden. Mich auch nur bis 18 Uhr offen. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen drauf achten. So. Ja, gut, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Eigentlich hatte ich natürlich auch vor, das eher so zu machen, dass ich dass ich vorher die Geoden aufbreche und dann ein bisschen mehr habe. Gut, das war jetzt halt nicht ganz so erfolgreich. Jetzt geht's erstmal zum Gemeindezentrum. Mal sehen, was wir da so bekommen. Durch die vielen Sachen, die wir jetzt hier ablegen können. Oh. Jetzt mal ein paar Edelbicken. Sind Blaubarsch mitgenommen? Nee, habe ich nicht. Okay. Da geht's schon los. So, Nutzpflanzen Sommer. Einmal Tomate, einmal Peperoni, einmal Blaubeere und einmal Melone. Was bekomme ich dafür? Ein Qualitätssprinkler. Naja gut, der hilft mir jetzt noch nicht ganz so viel. Da habe ich noch nicht genug. Das geht noch nicht. Nutzpflanzen Herbst? Nee, Nutzpflanzen Qualität ist auch noch nicht. Na gut, aber immerhin. Den Weg. So, dann hatte ich ja hier die Exoten. Einmal Eichenharz, einmal Kiefernteer. Herbstfülle. Der Geschmack des Herbstes. Oh, das macht 220 Energie. Das ist richtig geil. 5 Stück davon. Habe ich noch was? Das Konstruktionsbündel, deswegen. War ich ja eigentlich hier. Ja. Die Baumaterial losgeworden. Ein Kohlebrennofen. Macht 10 Stücke Holz zu einem Stück Kohle. Ja, gut. Ist ganz nett. Ja, die Sachen habe ich jetzt noch nicht hier dabei. Ist klar, dass wir das für den Winter noch nicht haben. So, bei den anderen Sachen... Gibt es tatsächlich eine Sache, die wir noch machen können? Hier. Nicht das Bündel Verzauberer. Aha, hier hätte ich auch Eichenharz verwenden können. Gut zu wissen. Das könnte ich tatsächlich auch schon. Heu und Weizen habe ich schon. Die Äpfel, ja, im Herbst dann halt, ne? Da bräuchte ich einen Ahornsirup für. Was wollte ich denn jetzt hier? Die Feldforschung, genau. Wir haben eine gefrorene Geode. Die kann ich hier auch loswerden. Violetten Pilz, da muss ich mir auch mal merken, dass ich den hier loswerden kann. Ja. So viel dazu. Dann eine weitere Sache. Wir müssten eigentlich noch runter zum Ozean. Denn da gibt es ja Muscheln ohne Ende. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher. Ich meine, so viel Platz habe ich nicht. Ah, 4 Stück könnte reichen. Kann ich vorher noch was loswerden? Eigentlich nicht, ne? Sei denn, ich würde noch mal kurz nach Hause gehen. Das ist wahrscheinlich die klügere Variante. Weil eigentlich gibt es ja noch unfassbar viele Muscheln da unten. Oh. Ist ja was. Noch ein Buch. Ich hatte diesmal ganz vergessen, mir die neuen Bücher durchzulesen. Das werde ich beim nächsten Mal im Museum dann nachholen. Jetzt
also das hier stellen wir mal irgendwo hin. Vielleicht neben unseren anderen Ofen hier. So. Das Baumaterial lege ich hier ab. Die Oden kommen hier rein. Das Essen mache ich hier hin. So. Dann... Sprinkler mache ich auch mal hier rein. Ich habe schon so viel Hydrogel gefunden. Wahnsinn. Ja, und jetzt natürlich noch die Melonen. Die jetzt wohl gerade so eben noch wachsen würden. Ich glaube, heute ist tatsächlich schon der letzte Tag, weil wir brauchen 12 Tage. Also muss ich plus 13 rechnen. Na ja, gut, morgen würde wahrscheinlich auch noch gehen. Dann kann ich wahrscheinlich morgen die... letzten, die ich dann jetzt auch überhaben werde, einpflanzen. 3 Stück an der Zahl. Ja. Die Edelwicken, die verkaufe ich. So. Dann haben wir jetzt auch die beiden Bäume. Ja. Beiden Bäume, die setze ich mal hier setze ich einen hin und zu nah an einem anderen Baum. 2. Okay, das ist zu nah. Warum denn? Muss ich den hier noch weghauen oder ist hier irgendwas? Aha, das hier wahrscheinlich, ne? Moment. So, da komme ich so nicht ran. Hm. Würde das klappen jetzt? Ja, jetzt klappt's. Okay. So viel zur Obstplantage. Dann... Jetzt müssen wir uns aber langsam wirklich beeilen. Ich muss den Hühnerstall noch zumachen. Da ist Marmelade fertig geworden. So viel Zeit muss noch sein. Jetzt kommt die Blaubeermarmelade als nächstes. Wird auch noch mal ein bisschen wertvoller sein. Und ich will noch meine Muscheln haben. Ich muss jetzt noch mal los. Tada! Ja. Also zumindest eine haben wir hier schon mal. Ah ja. Oh, ich habe auch fast keine Köder mehr, sehe ich. Da habe ich bei meinem letzten Angeltrip ja ordentlich was weggemacht. Diese eine Koralle, da so voll auf dem Badetuch rumliegt. Noch ein verlorenes Buch gefunden. Also bald müssen wir sie ja eigentlich alle vollständig haben, oder? Alle verlorenen Bücher. Da. Was wäre das? Dann wieder den ganzen Weg zurück. Kurzer Ausflug ans Meer. Und das alles nur wegen der Muscheln. Ja, also die Regenbogenforellen habe ich jetzt nicht gefangen, wie ihr gemerkt habt. Das passte jetzt einfach nicht so in meinen Zeitplan rein. Was machen wir dann? Also gut, jetzt ist es eh zu spät. Aber vielleicht schaffen wir ja wenigstens den Job für Demetrius, da diese Krabben da zu entfernen. Erstmal schlafen gehen. Na, Godzilla. Ja,
Ja, ein bisschen was zusammengekommen ist angenehm. So, heute regnet's. Was sagt der Wetterbericht für morgen? Klar und sonnig. Wahrsager sagt, höchst unzufrieden. Na toll. Leben vom Land sagt, gibt es in deiner Stadt ein Spa? Entspanne dich im dampfend heißen Wasser, um neue Kräfte zu sammeln. Ah, das tut gut, oder? Ja, stimmt, da oben kann man auch Energie bekommen. Das ist wahr. Oh, der erste Mais ist auch fertig. Mais ist ja, wie wir wissen, eine Pflanze, die sowohl im Sommer als auch im Herbst wächst. Also doch recht wertvoll für uns. Ja. Inventar ist voll. Okay. Mann. Oh, was haben wir denn hier? Also Mohn ist wieder nicht so viel in niedriger Qualität dabei. Ja. Fischsachen wollte ich behalten. Da ist noch ein bisschen was. So. Der Rest wird wie üblich verkauft. Dann hatten wir ja noch ein paar Sachen, die wir auszusehen hatten. Nämlich hier die Melonen. Und wir haben ja gerade auch Mohn wieder gesammelt. Also werde ich jetzt hier auch wieder Mohn aussehen. Dann noch den Hopfen einmal in Empfang nehmen. Tja, jetzt sind die Geister heute unzufrieden. Frage, ob man jetzt dann trotzdem. Oh, die sind schon erwachsen geworden? Das ging aber schnell. Nein, ich möchte das Ei nicht essen. Ja. Zwei Hühner. Zwei Eier. Davon können wir schon ein bisschen Mayonnaise machen. Mayonnaise-Maschine. Holz, Stein, Erdkristall, Kupferbarren. Ich glaube, so viel Stein habe ich gar nicht mehr. Erdkristall. Ja. Dann müssen wir jetzt erstmal gucken, ob ich so viel Stein zusammenbekomme auf dieser Farm. Ich habe ja schon ordentlich was weggenommen. Hier ist noch einer. Ich glaube, 15 brauche ich, ne? Könnte ein bisschen schwierig werden. So viele Bäume hier, ne? Da ist noch ein bisschen Stein. Aber das wird wirklich nicht reichen. Nee. In dem Fall werde ich jetzt doch heute in die Minen gehen. Also schlechtes Glück hin oder her. Könnte sich darauf warten, dass es regnet und wir gleichzeitig Glück haben. Also nehme ich jetzt ein bisschen was mit. Ich nehme mal ein bisschen Herbstfülle mit. Ja. Die Sense werde ich nicht brauchen. Müssen wir erst wieder ein bisschen umsortieren. Sonst noch irgendwas, was ich mitnehmen könnte, was mir helfen würde? Nee, ich denke nicht. Ups.
Stäbchen. Was haben wir hier? Dem. Ebene 20. Ach ja, da fällt mir ein, hier gibt es ja auch noch einen Fisch zu fangen. Das werden wir jetzt zuerst mal machen. Hoffen wir mal, der kommt überhaupt raus, wenn wir so wenig Glück haben. Dass wir nicht nur Müll fangen. Na, da geht schon mal gut los, ne? Treffer. Ja, das dachte ich mir schon, dass das der indische Glaswels ist. Sogar eine Iridium-Qualität, meine Güte. Ja, Weißalge. Das hatten wir vorher auch noch nicht. Grünalge. Naja, aber ich möchte jetzt auch nicht meine gesamte Zeit hier damit verschwenden, irgendwelche Fische zu fangen. Da haben wir einfach Wichtigeres zu tun. So. Quatsch. Okay, das ist nicht das, was ich suche. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir den... dass wir wieder so einen Steindinger finden würden. Oder diese Untergrundwürmer, wie heißen die? Sandwürmer? Heißen die Sandwürmer? Ich hoffe, sie heißen Sandwürmer. Oh, da kommt ein Fliegeviech. Scheiße, jetzt hat er mich voll erwischt hier. Oh. Wieder Kühlermaterial. Ah, doch mal ein Weg nach unten. Aber wir sind ja heute... höchst unglücklich, also wird das wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich hier heute an Treppen nach unten komme. Hier. Eine. Schon ein bisschen heller, das gefällt mir. Aha, hier wäre schon mal die Leiter. Aber wir haben hier sicherlich noch mehr. Zum Beispiel das hier. Ja, ein bisschen Kupfer. Das wird heute natürlich auch keine große Ausbeute sein. Da wir ja heute nicht so viel Glück haben. Naja. Aber eigentlich bin ich auch mittlerweile ein bisschen mehr heiß auf das Eisen. Das brauche ich auf jeden Fall. Aha, da sind welche. Gut. Ein kleiner Schleimi. Wir wollen ja auch ein bisschen Stein zusammenbekommen, ne? Also können wir ja auch ein bisschen was weghauen hier. Ja. Hier geht's runter. Ein bisschen Höhlenkarotte, das ist immer gut. Diese Larven hier, wenn man da nicht schnell genug ist, dann habe ich da ein anderes Problem. Okay, Treibholz brauche ich. Weg damit. Ein Reisspross bekommen.
scheint es eine größere Schatzkammer zu geben. Na? Die will ich aber haben. Das will ich alles haben, was es da gibt. Ja, diese Larven, daraus würden natürlich die Fliegenviecher werden. Deswegen möchte ich die natürlich nicht unbedingt. So, ich esse mal die Weißalge. Was? Naja gut, ich meine das Harz, aber auf der anderen Seite... Ach nee, ich mach mal hier diese Fasern weg, die brauche ich wirklich nicht. Davon werden wir genug bekommen. Was habe ich denn jetzt wieder aufgenommen? Das Holz. Ich glaube, das Holz ist zu entbehren. So, wir sind noch nicht besonders weit gekommen, ne? Hatte ich jetzt hier irgendwo schon einen Durchgang nach unten bekommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier, yeah, da ist ja einer. Okay. Ja, erstmal hier für Ordnung besorgt. Gibt's hier noch sonst irgendwas? Ein Monster. Oh. Aber die Krabbenviecher, die kommen nicht raus heute. Bestimmt Absicht. Oh. Habe ich mal was gefunden hier. Naja, noch eine Weißalge brauchen wir nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob wir es noch schaffen, wirklich auf Ebene 30 runterzukommen. Das könnte ein bisschen knapp werden. Zumal wir, glaube ich, noch keinen Durchgang nach unten gefunden haben. Oh je. Und Energie ist auch schon langsam ein Problem. Mal wieder bewährte Tradition, meine grünen Algen. Oh, sehr schön. Problem ist nur, wir müssen das ja auch noch beweisen können, dass wir zwei davon getötet haben. Komm schon. So, getötet. Jetzt muss ich wieder was essen. Wie viel bringt denn eigentlich diese Gewürzbeere? 25. Weintraube würde mir ein bisschen mehr helfen. Jetzt haben wir mal eine Weintraube. Ja, das ist schon besser. Oh. Wieder keinen Durchgang gefunden, soweit ich weiß. Also müssen wir graben.
Wir sind langsam erschöpft. Es ist 22.40 Uhr. Was esse ich denn jetzt? Was habe ich denn noch? Das ist meine Gewürzbeere. Ich hätte natürlich auch das große Essen zu mir nehmen können, aber es ist ja auch schon so spät. Wir werden sicherlich keine 220 Energie noch verbrauchen. Da ist der Durchgang. Ich hab Hunde. Da hinten sind Schienen. Da will ich auch noch hin. Oh. Angriff. Schon wieder erschöpft. Die andere Gewürzbeere. Und der nächste Angriff. So. Das hier natürlich noch mitnehmen. Ja, es ist 0 Uhr. Also müssen wir die Mine verlassen. Ich mache jetzt diese Ebene hier noch fertig. Hoffe ich zumindest. Und ich glaube, dann müssen wir tatsächlich hier schon wieder verabschieden, aus der Mine. Nein, so wichtig ist das Zeug nicht. Oh, hoffentlich finde ich den Durchgang nach unten noch. Gut, wenn ich ihn nicht finde, kann ich ja auch zurück zur letzten Ding. Gut, ich esse die Weißalgen wieder. Da ist eine Multigeode, die brauche ich auf jeden Fall. Die will ich haben. Omnigeode heißen die. Die sind besonders gut. Da ist er ja. So, es ist 1 Uhr. Wir müssen zackig jetzt raus. Leider müssen wir diesen ganzen Teil jetzt nochmal machen. Aber wenn ich jetzt nicht nach Hause komme, dann brechen wir zum ersten Mal vor, naja, nicht Erschöpfung zusammen, sondern weil es einfach zu spät ist. Wir haben bis 2 Uhr Zeit, so. Jetzt aber zack, zack, zack. Uhr. Nur 40? Wir haben nur 20 Minuten Zeit. Oh Gott, das wird aber... Das wird hart schwierig hier. 1.50 Uhr. Wow, das war aber ganz knapp. Ganz knapp geschafft. Ich bin ganz schön über der Zeit, sehe ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.